Eine coole neue Regel für Verbrauchsgüter, entdeckt in einem, für mich, neuen System. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst doch ein Like da, nehmt ein Abo mit, empfehlt uns weiter auf den sozialen Medien und wenn ihr uns abonniert, denkt dran, auf die Glocke zu klicken, dass ihr informiert werdet, wenn denn ein neues Video kommt. Hey, Hausregel. Hallo und herzlich willkommen bei Würfelzeit, euer Kanal für Pen & Paper Rollenspiel hier auf YouTube. Und herzlich willkommen bei Hausregeln, das Format, in dem wir Regeln von anderen Systemen und eigen zusammengebastelte Regeln wieder auseinandernehmen und sie unter die Lupe nehmen, um zu überlegen, ob sie für uns als Spieler oder Spielleiter geeignet sind, das Leben zu erleichtern oder unserem System den besonderen Twist verleihen. Ich bin im Moment dabei, ein neues System zu lernen, und zwar die Verbotenen Lande vom Uhrwerk Verlag, das hier. Kleiner Spoiler, ist ein großartiges System. Ich werde demnächst dazu noch ein Review machen, wenn ich ein paar Runden gespielt habe. Nicht nur, wenn ich momentan bin ich in der Phase, wo ich eigentlich das System mit mir selber spiele. Was sich jetzt, wo ich es laut ausspreche, so ein bisschen seltsam anhört. Aber egal, ist eine großartige Mechanik, um das System zu lernen. Und als ich die Regeln gelernt habe oder momentan dabei bin, die Regeln so ein bisschen durchzuarbeiten, bin ich auf ein cooles neues System gestoßen, eine tolle Regel, die ich eigentlich jetzt fast in alle Systeme einbauen werde. Und das sind Regeln für Verbrauchsgüter. Gerade die Spielleiter unter euch, die eine Art Sandbox-Spiel leiten oder die ein, ich sollte vielleicht sagen, Survival-orientiertes Spiel leiten, wissen vielleicht, was gemeint ist. Wenn ihr darstellen wollt, dass die Abwesenheit von Wasser und Nahrungsmitteln ein Problem für eure Gruppe darstellt, müsst ihr oft ziemlich viel Buchhaltung betreiben, um einen Überblick darüber zu behalten, wie viel Wasser, wie viel Nahrungsmittel und wie viel Pfeile euer Bogenschütze zum Beispiel dabei hat. Verbotene Lande hat ein großartiges System, das das immer noch simuliert, aber trotzdem für euch, was die Buchhaltung angeht, um einiges erleichtert. Wie funktioniert das? Die Verfügbarkeit jedes Verbrauchsgutes, zum Beispiel Nahrung, Wasser oder Pfeile, wird mit einem Würfel dargestellt. Beginnend mit dem größten im System verfügbaren Würfel, in Verbotene Lande einem W12, und dann absteigend über den W10, W8, bis zum W6. Wenn die Gruppe Nahrung oder Wasser zu sich nimmt, würfelt man den aktuellen Würfel. Würfelt man über 1 oder 2, kann man den Würfel weiterverwenden. Die Gruppe ging sparsam mit ihren Vorräten um. Wird eine 1 oder 2 gewürfelt, muss man zum nächst kleineren Würfel greifen. Dieses Spiel wird wiederholt, bis man zum kleinsten Würfel, dem W6, gelangt ist. Zeigt dieser eine 1 oder 2, sind die Vorräte aufgebraucht und man muss Nachschub heranschaffen. In einer Kampfsituation, wenn Munition verbraucht wird, kann man den Ressourcenwürfel gemeinsam mit dem Angriffswurf werfen, um mehr Spielfluss zu gewährleisten. Dieses System ist großartig dazu geeignet, das so ein bisschen zu tweaken, zu verändern. Ihr könnt das mit Details anfüllen, wie ihr wollt. Ihr könnt davon was wegnehmen, wie ihr wollt. Zum Beispiel möchtet ihr darstellen, dass ein Charakter in eurer Gruppe ein bisschen verfressen ist. Dann könnt ihr ihm einen Malus da auf diesen Würfel packen. Das heißt, wenn ihr würfelt, dass ihr zum Beispiel -2 drauf packt, dass es wahrscheinlich ist, dass er eine Schneise in die Nahrung reinschlägt, während er sich da durch den Kuchen durchfrisst, als alle anderen. Habt ihr einen Spieler in der Gruppe oder einen Charakter in der Gruppe, der vielleicht ein bisschen sparsamer ist mit der ganzen Nahrung, dann könnt ihr ihm einen Bonus verleihen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass er die Nahrung wirklich schnellstmöglich verbraucht. Und was die Munition angeht, ich mag einfach diese filmische Situation, wo euer Bogenschütze die ganze Zeit die Pfeile abschießt, dann hinter sich greift und ich finde, das hat einfach was Filmisches, wenn er dann seinen Bogen muss und den als Nahkampfwaffe verwenden muss. Das hat was, das gefällt mir. Mir als Spieler. Ich weiß, einige Spieler, die möchten ganz gerne einen Überblick darüber haben, aber ich finde das einfach, das kreiert schöne Situationen. Ihr könnt ja eure Meinung zu diesem System und eure Ideen zu diesem System unten in die Kommentarsektion schreiben. Das finde ich immer großartig. Es kommen unglaublich gute neue Ideen aus dieser Kommentarsektion und ich danke euch allen dafür, dass ihr euch Zeit nehmt, einfach in der Kommentarsektion interessante
interessanten Input zu hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den ganzen Drill, Like, Abo und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Würfelzeit out.